Wenn ihr wissen wollt, was ich mal gelernt habe, mit welchem Technikdienstleister wir Impulspiloten wahnsinnig gerne zusammenarbeiten und wie Nachhaltigkeit bei Technikfirmen aussehen kann in der Zukunft, dann schaltet ein bei unserem Expertentalk mit Thies Jordan von Neumann & Müller. Mein heutiger Gast hat die gleiche Ausbildung wie ich gemacht. Er ist Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Er hat sie alle gehabt bei den Bravo Super Shows und er ist ein toller Kollege und Freund. Er ist bei Neumann & Müller einer der größten deutschen Technikdienstleister, die es gibt. Und ich freue mich, dass er hier ist. Hallo Thies. Hallo Ralf. Du bist Projektleiter und Vertriebsleiter bei Neumann & Müller in Hamburg. Genau. Neumann & Müller, ich habe schon angesagt, ist eine der größten Technikfirmen in Deutschland. Was macht ihr genau? Was macht Neumann & Müller? Ja, Neumann & Müller ist erstmal in erster Linie wahrscheinlich auf dem Markt hauptsächlich bekannt für die Umsetzung im Event-Technikbereich, ne? Also Kunden beauftragen uns mit der technischen Umsetzung ihrer Events. Und das in allen möglichen Bereichen, ne? Ob das jetzt Corporate Event ist oder ob das im Messebereich ist. Ob das ein Live-Entertainment ist, das sind halt die unterschiedlichen Bereiche. Letztendlich stellen wir da für diese Events unsere Technik zur Verfügung, vermieten die und übernehmen aber natürlich auch das Operating vor Ort, den Auf- und Abbau und natürlich die gesamte Planung dafür. So. Technik ist ja bei Events wahnsinnig wichtig. Wir als Impulspiloten kennen euch jetzt konkret von der Ideenexpo, wo wir zusammenarbeiten seit Jahren. Ihr seid auch bei einer der größten Veranstaltungen der OMR mit dabei, einer der Technikdienstleister. Wenn du jetzt mal in deiner Karriere so zurückblickst als Techniker, was war so eine der verrücktesten Shows oder Events, Corporate Events, die du gemacht hast? Kannst du was erzählen? Corporate Events weiß ich gar nicht. Also ich habe ja früher auch viel Fernsehproduktion gemacht. Also echt? Meine größte Erfahrung oder die einschneidendste Erfahrung war wirklich einer meiner ersten Veranstaltungen, die ich machen durfte. Das war die Echo-Verleihung 1999 in Hamburg noch, wo sie noch in Hamburg war und wo es die Echo-Verleihung vor allen Dingen noch gab. Und da war ich natürlich, das war ein riesengroßes Event, extrem viel Material und dann natürlich Phil Collins Chair auf der Bühne zu sehen und dann natürlich nachher diese ganzen anderen Fernsehformate, die ich da gemacht habe. Letztendlich kommt es bei mir eigentlich auch bei den Veranstaltungen gar nicht mal unbedingt so gar nicht so auf die Stars und Sternchen dann am Ende an, sondern eigentlich eher so ein bisschen auch um die Dramaturgie bei diesen Veranstaltungen selbst. So, ich bin jetzt nächste Woche zum Beispiel in Wiesbaden bei einer Gala-Veranstaltung, bei einem Jubiläum, wo wir zum Beispiel eine Hologrammprojektion machen. So, ne? Und das sind natürlich so Inszenierungen, wo ich dann so aus der Technikbrille natürlich sage, das ist geil, das ist spannend und das wird ein guter Moment sein, in der Halle zu stehen, wenn die Leute plötzlich so eine Hologrammprojektion auf der Bühne sehen. Ne? Man merkt schon, bei Thies leuchten total die Augen, der ist Techniker durch und durch. Wir sind ja hier beim Expertentalk der Impulspiloten für die Eventbranche. Wo glaubst du, geht's technisch mäßig hin? Wie glaubst du, werden die Events der Zukunft? Wenn wir ein bisschen in die Glaskugel gucken, aus deiner Sicht. Ja, das ist ganz spannend, weil wir natürlich gerade in den letzten 3 Jahren in der Pandemiezeit und auch jetzt in der Zeit, wo die Ukraine-Krise da ist oder der Krieg da ist, so ein bisschen vor Herausforderungen stehen in der gesamten Branche, in der gesamten Eventbranche. Und da haben wir uns in den letzten 2 Jahren, gerade wo dieses digitale Format gekommen ist, ja schon immer überlegt, so, okay, wie wird es denn sein, wenn die Krisen wieder vorbei sind? Wird digital bleiben? Wird es große Hybridformate geben? Und da können wir jetzt eigentlich jetzt schon mal Stand jetzt sagen, so, nee, digital hat sich sehr zurückgedreht. Es gibt immer noch digitale Komponenten, die mit in Events mit reingebracht werden. Aber es ist in der Tat so, auch viele haben gesagt, ja, Hybridformate, also wirklich Präsenz mit digital zu verbinden, das wird die Zukunft sein. Und das müssen wir eigentlich jetzt aus Stand jetzt sagen, ist auch nicht so. Also es gibt wenig Hybrid. Kann ich aus Impulspiloten, aus Agentursicht komplett unterschreiben, ist bei uns auch ähnlich. Es ist so. Insofern, das ist schon mal so ein Thema gewesen, wo viele falsch lagen. Mhm. Und da in die Glaskugel zu gucken, ist wirklich nicht so einfach. Ich glaube, die Technologie hat sich natürlich jetzt sehr digitalisiert in den letzten Jahren. Und es geht aber weiter wie in den letzten Jahrzehnten auch. Es kommen immer performance-stärkere Lampen auf den Markt. Es gibt immer hochauflösendere LED-Wände auf dem Markt. Und ich glaube eher, dass die Technologie da einen unterstützenden Faktor bringt. Aber dass es natürlich eher um die Inhalte geht, die in irgendeiner Art und Weise da transportiert werden. Ne? Wie,
Wie arbeitet ihr zusammen? Kommen Agenturen wie wir oder andere auf euch zu oder kommt der Endkunde auf euch zu? Also wo sind da eure Schnittstellen? Sowohl als auch. Okay. Also es ist so, dass wir Agenturgeschäft haben, sowie aber auch Endkundengeschäft. Da häufig natürlich über Rahmenverträge und über Ausschreibungen, die da stattfinden. Aber es sind natürlich auch die klassischen Agenturen, Eventagenturen, Kommunikationsagenturen, die da auf uns zukommen und mit Anfragen uns rankommen und herantreten und uns um Unterstützung bitten. Ne? Und wir bei Norman und Müller haben uns ja nur auch, also damals war es ja wirklich klassisch so Veranstaltungstechnik. Ne? Also es ist ja immer noch so. Wir brauchen ein bisschen Licht, wir brauchen ein bisschen Boxen, ja, wir brauchen eine Bühne. Genau. Irgendwann in der Agentur ist dann jemandem eingefallen, ach ja, wir müssen ja noch die Techniker anrufen, ruf die mal schnell an, yeah. Die müssen ja noch mal hier nette Beleuchtung machen. Und dann wurden wir meistens immer kurz vor knapp angerufen, ach ja, da ist da noch übrigens was, da haben wir gar nicht dran gedacht. Ne? Ach ja, wir bauen eine Bühne 30 Meter genau. Und mit einer LED-Wand ja, ja. Und nächste Woche. Genau, und wir sind dann meistens hektisch geworden. Aber heute ist es in der Tat ein bisschen anders. Wir sind natürlich als Firma, haben uns da natürlich auch weiterentwickelt, wie viele andere Firmen auf dem Markt auch. Und wir sehen uns jetzt eigentlich als Lösungsgeber und als Umsetzer in der Ganzheit, oder ganzheitlich gesehen. Technik ist unser Mittel, um bestimmte Dinge umzusetzen. Aber wir unterstützen unsere Kunden halt ganzheitlich in der gesamten Planung, in der Umsetzung und haben durch unsere Abteilung, wir haben ja eine Abteilung, Digital Media heißt, die bauen Contents, die machen 3D-Programmierungen, die machen Touch-Programmierung und so weiter. Alles, was mit Content zu tun hat. Wir haben in Hannover das ICT. Genau, ich unterbreche dich, ihr seid nämlich riesig. Also wie viele Mitarbeitende habt ihr fest angestellt? Ich glaube, es liegt so bei 850. 850? 850, ja. Okay. Ja. Standorte, glaube ich, auch. Ihr seid überall, also deutschlandweit, europaweit? Genau, ja. Wir haben einen Messestandort in Barcelona jetzt relativ neu. Wir hatten vor kurzem eine Anfrage für Mallorca dann mit euch. Genau. Die ist dann leider nichts geworden. Aber. Genau, und ansonsten in Deutschland sind wir eigentlich in allen möglichen Städten halt vertreten. Im Osten, im Westen, Süden, Norden haben sehr viele Messestandorte. Und wie gesagt, wir haben dann in Hannover zum Beispiel das ICT sitzen, das ist halt Event-IT. Ne? Also das heißt, die bauen große Netzwerke auf Veranstaltungen, auf Messen, damit irgendwie alle ihre Internetanschlüsse haben, WLAN für 3000 Leute funktioniert und so weiter. Das heißt also, wir sind halt nicht mehr nur die Firma, die ein Lager hat, wo Lautsprecher drin stehen, sondern bei uns ballen sich halt sehr, sehr viele Kompetenzen rund um die technische Umsetzung des Events bis hin halt eben auch zur Content-Produktion, was da hinten nachher auf der LED-Wand gezeigt wird. Du hast es vorhin schon angesprochen, in der idealen Welt kommt der Kunde relativ früh auf euch zu. Wie arbeitet ihr dann mit dem Kunden idealerweise zusammen? Ja, idealerweise ist es wirklich so, er kommt früh auf uns zu, gerade jetzt nach der Pandemie mit dem Fachkräftemangel in der Branche, was uns im Technikbereich, sage ich jetzt mal, auch natürlich getroffen hat, sind in Stoßzeiten einfach die Ressourcen dann auch sehr, sehr schnell knapp und entweder kann man so ein Event dann vielleicht gegebenenfalls gar nicht mehr anbieten und sagt, sorry, wir können das nicht mehr leisten, Material wäre noch da, aber Personal vielleicht nicht, oder der Kunde muss sich dann auch damit abfinden, dass man dann sagt, so, da kommen dann Techniker wirklich aus ganz Deutschland hingefahren, um hier in der Stadt halt ein Event umzusetzen. Da kommen also Reisekosten dazu, Hotelbuchungen und so weiter. Das heißt, ich kann jedem Kunden wirklich nur empfehlen, so früh wie möglich. Kommt früh genug. Holt alle Dienstleister irgendwie ins Boot. Egal, ob das Technik, ob das Messebau oder ob das Security oder Catering ist. Die sind alle im Moment immer noch in diesem Fahrwasser. Wir haben einen Fachkräftemangel auf dem Markt und es dauert erstmal noch, bis wir wieder das Personal wieder in diese Branche bekommen. Wie arbeiten wir dann mit dem Kunden? Also es ist wirklich, es gibt bei uns dann halt einen festen Kundenbetreuer, den der Kunde bekommt. Da wird natürlich geguckt, was ist das für eine Veranstaltung, wer in unserem Standort oder in unserer Firma kann den am besten betreuen, wenn es spezielle Anfragen sind. Wir haben Experten für zum Beispiel Classic Open Air. Ja? Also wenn jetzt jemand ein Classic Open Air machen will, dann weiß ich ganz genau, wen ich anrufen muss und sage so, übernimm du mal bitte diese Anfrage, weil du kannst denen am besten helfen. Und dann gibt es natürlich da unterschiedliche Kompetenzen, die wir dann natürlich denn dementsprechend auch irgendwie bei uns in die richtigen Kanäle leiten. Und dann wird mit dem Kunden zusammen halt werden die Anforderungen letztendlich bestimmt und wir übersetzen es dann irgendwann in ein technisches Angebot, wo dann eine Zahl drin steht. Ne? Und das ist so der beste Fall, wo wir uns natürlich auch sehr, sehr gut einbringen können und Mittel anbringen können,
um einem Kunden wirklich die optimale Lösung zu geben. Es gibt natürlich auch andere Fälle, wo wir eine Ausschreibung bekommen, wo eigentlich schon jedes Gerät klar definiert ist. Und wir einfach nur noch Preise eintragen und sagen, okay, mit dem technischen Konzept haben wir nichts zu tun, aber wir erstellen natürlich für unsere Kunden gerne auch die technischen Konzepte mit denen. Ja. Was ein weiteres Riesenthema in der Veranstaltungsbranche ist, neben Personal, ist Thema Nachhaltigkeit. Wie antwortet ihr da als Neumann und Müller auf die Thematik? Wo seid ihr nachhaltig? Wie seid ihr nachhaltig? Ja, das ist in der Tat ein ganz großes Thema. Wir haben jetzt gerade Anfang des Jahres bei unserem Frühjahrstreffen da einen sehr interessanten Vortrag von einem Kollegen von mir gehabt. Wir haben, also bei Neumann & Müller ist es so, wir haben vor ungefähr 12 Jahren schon angefangen, ein Green Team zu gründen bei uns im Unternehmen und haben da hemmsärmlich angefangen zu sagen, okay, wir wollen ökologische Seife in den Werkstätten haben, wir wollen halt irgendwie im Lager nur noch LED-Beleuchtung haben und haben so eine Sachen umgesetzt und das hat sich dann halt immer weiterentwickelt, sodass wir jetzt wirklich eine Nachhaltigkeitsabteilung haben. Wir haben einen Nachhaltigkeitsmanager, der sich halt mit dem Thema Nachhaltigkeit innerhalb der Firma auseinandersetzt. Aber was halt spannend ist, ist, was wir auf dem Markt wahrnehmen. Also es ist so, dass sich die Gesetze, die es zum Thema Nachhaltigkeit gibt und die auch die Unternehmen, unsere Kunden erfüllen müssen, natürlich da immer wirksamer werden. Und dass auch die Kunden das Thema Nachhaltigkeit in unsere Richtung viel weiter spielen. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten 5 Jahren neben dem Preis- und Leistungsthema bei einer Vergabe eines Auftrages auch durchaus Nachhaltigkeitsfaktoren eine Rolle spielen. Das heißt, ich kann vielleicht mit einem Mitbewerber Preis-Leistung gleich sein, aber mit bestimmten Nachhaltigkeitsthemen oder mit bestimmten Zertifizierungen oder auch mit bestimmten Emissionswerten oder wie auch immer, durchaus dann den Auftrag eher bekommen als der Konkurrent, weil jetzt wir davon ausgehen, dass gerade große Unternehmen in Zukunft das durchaus auch als Entscheidungsgrundlage mit in ihren Entscheidungsprozess mit einnehmen. So. Das sehe ich auch schon, das ist bei uns auch schon so. Letzte Sache, die ich noch einmal möchte, ganz kurz noch, ich bin ja selber Fachkraft für Veranstaltungstechnik, ich habe das mal gelernt, 30 Sekunden, warum sollte man als Fachkraft für Veranstaltungstechnik bei euch anfangen oder bei euch die Ausbildung machen? Also erstmal glaube ich, bei Neumann & Müller kommt man in eine Familie irgendwie rein. Auch wenn wir jetzt irgendwie mittlerweile über 800 Leute sind, ist das immer noch ein großer Faktor, der bei Neumann & Müller eine Rolle spielt, dass wir alles Menschen sind, die sich gut verstehen und dass wir sehr genau gucken, wer passt eigentlich zu uns so. Und wenn man bei uns ist, dann fühlt man sich wohl. Und ich glaube, ich kenne wirklich niemanden, der bei uns irgendwie weggegangen ist, weil er sich beruflich umorientiert hat, der nicht sagt, Mensch, das Team Neumann & Müller, das vermisse ich wirklich so. Wir haben, glaube ich, unsere Ausbildung ist sehr, sehr gut organisiert, weil wir schon immer dafür bekannt waren, auf dem Markt für Qualität zu stehen. So. Und wir haben immer qualitativ hochwertiges Material, was immer auch in Servicezyklen immer erneuert wird und wo wir einfach sagen, nein, also Lautsprecher und so weiter, das soll alles irgendwie ordentlich sein. Wir arbeiten sehr sauber vor Ort. Ich glaube, da sind wir auf dem Markt für bekannt. Und genau diese gleiche Qualität setzen wir auch in die Ausbildung unserer Leute, weil das ist letztendlich unsere Zukunft. Und wir wollen gerne, dass die Leute bei uns lernen und am liebsten irgendwie auch dann bei uns bleiben und übernommen werden und für uns arbeiten. Und da spielt das Thema Qualität einfach eine große Rolle. Und was ich wirklich sagen muss, als ich bei Neumann & Müller angefangen habe, wenn ich das noch sagen darf, Kompetenz. Also ich finde einfach, das ist ein Laden, wo unglaublich viele Leute sitzen, die extreme Kompetenzen haben, wo ich einfach sage, geil, ich arbeite da wirklich mit absoluten Experten zusammen und egal, welche Fragestellung ich in irgendeiner Art und Weise habe, die ich selbst nicht beantworten kann, es gibt in Unternehmen mindestens einen, der mir helfen kann. Das war Thies Joran von Neumann & Müller, eine Firma, die wir als Impulspiloten auch sehr schätzen. Es war ein kleiner Ausblick auf die Veranstaltungstechnikbranche. Thema Nachhaltigkeit ist die Zukunft. Relativ früh mit den Technikdienstleistern in Kontakt zu gehen, damit man geile Events baut und das Personal. Und mit euch arbeiten wir wahnsinnig gern zusammen. Danke, dass du da warst. Dankeschön.